Einfach. Okay, Reinforcements ausnehmen, ja. So viele Feinde wie möglich. 15 Züge. Einer darf überleben. Besser alle. Davis kann dann in der Zeit hacken, obwohl er tot ist. Nix sollte tatsächlich noch leben. Granite Launcher Tech. Das hört sich cool an. Okay, was haben wir? Hier unten haben wir einen Sniper und ein Maschinengewehr vom Gegner. Ein Granatentyp. Wieso ist er da draußen und die Schützen alle hier drin? Genau. So. Als erstes gucken, was passiert, wenn er dort ist. Hallo? Lieber so. Oh, ja. Dich bewege ich einfach nur dahin, um vor dem zu schützen. Dich bewege ich dorthin, um dort hin. Du gehst dorthin und... Okay. Ich sagte dorthin und... Wirfst mitten in den Raum rein. Gucken wir doch mal. Könnte ich sogar noch wegkommen. Bewege ich etwas weiter, aber grundsätzlich erscheint mir das sinnvoll. Das ist garantiert nicht sinnvoll. Ich frage mich, wie viel ich verliere von den Typen. Gut. Er ist von dem getötet. Es geht den Mitten des Raums, aber... Schaff es in die Richtung zu entkommen. Nein. Kurz gesagt, ich muss... Hier hin. Ja, dann überlebe ich's. Ach. Hallo? Ich will doch nur diesen anderen Typen mehr erwischen. Gott! Manchmal ist das nervig. Den hier. So, die beiden tun einfach so, als würden sie da rausgucken. Okay, das Continue on site und hier hinten machen wir wieder ein Engage on site. So. Nehme ich den letzten weg. Dorthin. Nur dorthin. Okay, dann bitte dorthin.
noch etwas knapper. Ich will den Sniper. Super, dort treffe ich nicht den Sniper. Mein Sniper steht weiter links, das heißt, ich muss den eigentlich besser treffen. Das verstehe ich irgendwie nicht, dass der hier schießen kann. Und echt. Fuckelarbeit. Machen wir es wieder anders. Wir ihm hier geht schon satt. Braucht ein bisschen länger, glaube ich. Und gucken, dass. Ne, falscher Punkt. Gucken, dass sie wieder zur gleichen Zeit um die Ecke stürmen oder so. Töte ich den zweiten Nut? Vielleicht, ach, probieren wir es einfach. Bei den Gegnern weiß man ja eh nie, was die jetzt vorhaben. Manchmal bleiben sie einfach nur stehen und manchmal bereiten sie mir echt unglaubliche Probleme. Okay. Er hatte den hier gesehen, dadurch das unterbrochen. Gut. Das ist knapp. Habe ich einen richtigen? Ja. Du rennst schnurstracks auf den zu. Ich meine, er hat gerade geworfen. Da kann nicht so viel passieren. Du gehst. Ja, du gehst auf jeden Fall in die Richtung. Solange ich mich von dem Anschlagsort hier weghalte, sollte er nichts passieren. Und muss natürlich vorsichtig sein, was passiert, wenn er so macht. Also, anstatt dahin stürmst du dorthin. Du gehst mal. Na, Hauptsache dorthin. Ich will gucken, wo er stehen bleibt. Ob hier vor der neuen Bogen ist. Sonst hatte der tote Typ eigentlich schon wieder zu reden. Gut, das lief wie geplant. Du, cancel aim. Continue on site. Rennen um dein Leben. Und was solltest du dementsprechend überleben? Gut. Bei dir gehen wir dorthin. Das ist so nix. Bei dir ein Continue on site. Engage on site. Hallo? Ich habe hier Continue on Site gesagt. Ja,
Hilft erstmal alles nichts. Dort eine Engage-Zeit. Und ich setze ihn hier rein. Und gut. 15 Züge. Ja, bin ich ja richtig gut in der Zeit. Der Kanon macht mir nochmal Probleme, aber. Gut. Als erstes, wo fliegt den? Kurz gesagt, Cancel Aim wollte ich sowieso nicht drin haben. Dann natürlich was, wenn das hier, wenn der dort steht. Gut, wenn du Cancel Aim gehst, bitte hier hin. Zielzug. Dann verschiebe ich etwas nach links. Gucken wir doch mal an, was passiert, wenn du dorthin gehst. Der Snapperwind. Gefällt mir. Mach ich so. Puh, wenn jetzt der Raketenwerfer wirklich tot ist, dann das wäre so eine Erleichterung, weil der kann alles verändern. Okay, das läuft wesentlich besser, als ich erwartet hätte. Gut, ja, wir befreien alles wieder. So. So, du gehst dorthin. Falls es ihn nicht eh tötet. Cancel Aim. Und geh einfach in die Richtung. Ihn lasse ich dort stehen. Falls ich 5 wirklich bekomme, es könnte ja sein, dass er den zur Seite wegzieht. Dann ist er sowieso vorbei. Und wenn nicht, bin ich in ziemlich guter Verfassung. Tatsächlich macht das Schussduell und. Yay! So, jetzt will ich aber auch sämtliche Keys holen. Dich stelle ich. Stelle ich einfach in die Richtung. Und gehe dann gleichzeitig mit allen drüber. Jui, das lief besser, als ich erwartet hätte. Vor allem, dass der Raketenwerfer auf die Rückwand hier geschossen hat und nicht auf die Vorderwand. Jo, ich hatte ja noch eine Granate eingestellt. Ja, du und deine Philosophenkram. Who cares? Gut. Ja, das war's dann einfach wieder. Ich schätze, dass es wieder nur eine 3-Mission ist. Level. Komische Unterteilung immer. Zum Glück stellen sich die Gegner auch nicht zu einfach, zu schwer an. Jo, jo. So, entkomme ich, vermute ich. Und. Die letzten Runden waren schwer. So viel Planung, so viel Taktik. Yay. Oh, er hat keinen Schlüssel, der Arme. Du bist immer noch tot. Verdammt. Good work, Tactics. Yeah, Gold. Score 100. Ich schätze mal, das ist der Höchstwert. Den habe ich mir auch verdient. Alle 5 Schlüssel, niemand verloren. Eigentlich nach 4 Runden alle Gegner platt gemacht. Gut, jetzt bin ich da.